Oh, hallo meine lieben Drachlinge auf YouTube. Wir sind wieder bei einer neuen Livestream-Aufnahme. Auf Twitch, ja, eine kurze Zusammenfassung vom letzten Mal. Mal kurz ein bisschen ausholen. Wir waren. Moment, war das hier oben? Nee, da. Genau. Wir hatten das eine Banditenlager irgendwie gemacht im vorletzten Stream, waren dann hier. Dann bin ich runtergegangen. Den Weg runter nach Süden. Dann Richtung Osten, weil da unten zwei Kisten waren, die von diesen, weiß die blauen Viecher nochmal, von den Ertrunkenen, genau. Die hatten da zwei ein paar Sachen bewacht und unter anderem auch neue Stiefel, die besser waren als meine normalen und, ja, und so ein paar Rohstoffe. Dann sind wir hier rüber, haben ein Schmugglerversteck gefunden. Unter der Brücke waren mehrere Kisten, die wir looten konnten mit verschiedenem Material. Hier war dann eine Pilgerstätte, wo die Leute beten, aber naja, sobald wir bei der Pilgerstätte das Licht angezündet hatten, kamen Monster. Die mussten wir verprügeln und dann kam dann eine Cutscene, wo ein paar Pilger kamen, die haben dann hier vorgebetet und ja. Da steht auch hier, die Leute waren wegen Monstern oder Banditen gezwungen, diese Gegend zu verlassen. Sie kommen zurück, sobald die Gefahr gebannt ist. Ja. Da wird es bestimmt mehrere solcher Dinger hier überall geben. Hier unten war ein sogenannter Ort der Macht. Das haben wir schon gesehen, also wie so eine Art, keine Ahnung, so eine Art Kultstätte, so wie hier oben. Bloß hier unten war noch irgendwie so komisch lila Nebel, lila Licht. Und davor war ein Bär. Der war ziemlich stark. Ich habe versucht, den Bär anzugreifen. Ich habe insgesamt nur 3 Schaden gemacht. Er hat auf mich, glaube ich, 5-mal gehauen, dann war ich tot. Also war total fail. Naja, was nicht fail war, war der Kampf gegen die gute Claire, die Mittagserscheinung, die hier das verlassene Dorf für sich eingenommen hat. Wir haben sie besiegen können, weil wir durch die Pilgerstätte haben wir einen Händler gefunden. Dieser Händler hat auch die Pflanze, die wir brauchen, Arenaria, verkauft. Und ja, wir haben das Geisteröl hergestellt. Mit dem Geisteröl auf unserem Silberschwert haben wir Claire in diesem Haus hier rechts getötet und sie in Not geholt und ja, dann sind wir hier nach Norden gereist. Ich wollte schauen, ob Turmira da ist, aber das in dem Haus ist niemand, deshalb bin ich hier weiter nach Norden. Ich denke mal, wir müssen erstmal hier oben im Norden diese Quest triggern, damit dann Turmira hier unten erscheint. Naja. Aber auf dem Weg hierhin habe ich hier eine weitere Nebenquest gefunden. So, bei diesem jungen Herrn hier, einen Kaufmann. Ich werde mal schauen, was er von uns haben möchte. Was möchtest du denn? Ah. Aua. Wow, ein Bart. Wow. Aua, aua, aua. Okay. Irgendwie? Nö. Ach, wieso habe ich das jetzt gemacht? Wieso ist das jetzt? Ich hatte eigentlich Igni ausgewählt. Naja, egal. Gebt mir euer Fell. Ich will jetzt nicht nur. Aber Hundetalg. Seid fett von irgendwelchen Wagen aufnehmen. Ey.
So bist der nächste Wag, der liegt, Wolf, der liegt hier. Okay. Na. Holla, Meister Hexer. Ja, ist okay. Darf ich mal kurz speichern? Was möchtest du denn, junger Mann? Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen. Aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Jo. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Eieiei. Die kostbare Frucht. Ja, Moment. Du hast nochmal Rücktaste. Quests. Okay, was für ein Level bist du denn? Okay, das steht nicht bei. Lass mal Plötze da. Örden ausgewählt, sondern Quen könnte man glaube ich auch auswählen, das wäre glaube ich super. Schussschild für uns. Okay. Was? Wer ist das Ding? Verwana? Genau. Verwena. Okay. Okay, mach das auch. Ist mal da drin, da ist nichts. Hm. Mal gucken, was das für ein Vieh ist. Hi. Ja, lass mal die Herren mal vorbeilaufen, ja. Was willst du, Vagabund? Nee. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. Na. Ach, Bienen sind das. Oh, Stachkatze, was ist das denn jetzt? Vielleicht einfach hier schnell. Na egal. Da ist der Wagen. Seid ihr Viecher, komm. Wow. Was jetzt, ein Stück Dreck. Aua.
So, Kopf ab, bei dir auch. Oder Arm ab. Was willst du abhaben? Hm? Was willst du abhaben? Kleiner Mann. Willst du ein Loch im Bauch? Was möchtest du haben? Wir haben heute alles anzubieten. Aua. Okay, wir können dich halbieren, ja. Ja. Mal das so. Dann nichts zum Lutzen, oder was? Sind deine Kollegen, die waren ja hier hinten. Was ist das hier für ein Zeug? Das aufnehmen. Sollst du von dem das auch aufnehmen? Den hinten ist total zerdetscht. Oh. Herzogswasser, aha. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Oh, da haben wir was. Was ist das hier? Das ist doch eine Truhe, oder nicht? Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Das können wir gleich machen. Ich will erstmal hier gucken, was wir haben. Da liegt doch einer. Gibt's hier sonst noch? Gibt's hier noch irgendwas? Ah, okay. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Ja. Achso. Ausnahmen. Hier irgendwas. Über diese explosiven Fässer. Und jetzt bin ich ja hier draußen. Ich muss hier drinnen ja irgendwas sein. So kannst du das nicht einfach nehmen. Egal. So. Aber trotzdem, Geralt, wir müssen jetzt mal schauen. Könnte denn noch was sein? Ach, da ist noch was. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Das hat mir aber schon, ja. Okay. Was ist der Wagen? Mit Pfeilen gespickt. Thank you.
denke mal, wir geben mal das ab. Mal gucken, ob da. Moment. Ich speichere mal. Dann sehe ich ja, ob da jetzt diese Quest jetzt abgebrochen wird. Oder ob da jetzt weitergeht. Oh, und? Hast du die Schachtel? Ich meine, ja, so. Weißt du, ich komme gleich wieder. Kann auch sein, dass er uns irgendwie reingelegt hat, dass er das irgendwie war. Wenn schon diese Option da ist. Gibt's da noch irgendwas? Hier gibt's auch noch irgendwas bestimmt. Wofür sind denn jetzt hier die Bienen da? Noch. Den habe ich übersehen. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Okay. Ja, vielleicht hat er irgendwas präpariert, der gute Mann. Gut, dass ich noch das nicht abgegeben habe. Wo ist denn meine Plötze? Was hast du mit meiner Plötze gemacht? Hä? Oh, und? Hast du die Schachtel? Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre, das klopft. Wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Soll ich hinterher jetzt, oder was? Das kann jetzt was werden. Oh Gott. Plätze! Weiter so, Plätze! Folgen. Wo ist der jetzt? Okay, dann habe ich das jetzt verkackt. Oh Mann. Schön. Ja, was ist denn jetzt das andere im Moment? Immer wieder eine. Oh, wir könnten da jetzt eigentlich hoch zu dieser Garnison. Und dann müssen wir sowieso wegen Turmira nochmal runter, dann können wir uns die anderen Sachen hier angucken. Was für ein verlogener Mistsack. Sägemühle, da ist ja noch irgendwas, was man machen könnte. Aber ich denke mal, ne komm. Wir gehen da hoch zur Garnison, gucken uns das mal an. Und dann auf dem Weg, wenn wir wieder nach unten geschickt werden. Ich mal dann dahin. So, also jetzt hoch zur Garnison. Es ist schade, dass ich den Typ jetzt da nicht einholen konnte. Naja. So, okay. Weiter so, Plätze. Er ist halt schneller reiten können, aber ist egal. Ich will Plätze jetzt auch nicht zu sehr überanspruchen. Überlasten oder so. Naja. Ah, Hilfe. Oha, Plätze. Na, oha.
Nicht Plötze, sondern Geralt. Du steuerst da Plötze. Plötze steuert sich ja nicht selbst. Ein Kreuzchen. Was ist das? Kaputtes Haus, okay. Weiter so, Plötze. Wir haben jetzt auch gar nicht lohnen. Hi. Komm jetzt.